it's taken me so long to Lisa, schau mal, du hast Besuch. Hallo. Hi. Hab ich dir mitgebracht. Danke. Weißt du schon, wann du wieder nach Hause ziehen kannst? Weiß ich nicht, da geht überhaupt nichts voran. Die Polizei hat mit meinem Vater geredet, aber der hat sie total abblitzen lassen. Mich will er auch nicht sehen. Etwas Gutes hat's doch. Wir haben uns kennengelernt. Ich hol mal den Blumen in die Vase. Hast du eigentlich noch über meinen Vorschlag nachgedacht? Nachts einfach in sein Haus einzusteigen? Ich meine, wenn du plötzlich an seinem Bett stehst, dann muss er mit dir reden. Ich bin noch nie irgendwo eingebrochen. Was, wenn seine Gorillas aufwachen? Sei einfach leise. Ich meine, abgesehen davon, ist doch gar kein Einbruch. Du bist in dem Haus aufgewachsen. Wie willst du es machen? Gestern habe ich zufällig gesehen, wie die den Schlüssel für den Heizölfahrer draußen gelassen haben. Bin ich heimlich rüber, bin Schlüssel geholt, Nachschlüssel anfertigen lassen. Und als der Fahrer kam? Lag alles wieder unter dem Blumenkasten. Was bist du eigentlich für einer? Wolltest du meinem Vater die Wohnung ausräumen? Nein, ich wollte dir helfen. Ist es nicht doch zu gefährlich? Vertrau mir. Übrigens, die Anwältin muss für nichts davon erfahren. Sie hat ihre Methoden, die Sachen zu klären. Wir haben unsere. Okay. Herr Frankenthal, ich sehe, dass Sie da sind. Bitte reden Sie mit mir. Bitte, Herr Frankenthal, es macht doch keinen Sinn. Ich sehe Sie doch. Ich habe bemerkt, dass Ihr Wagen nicht da ist. Sind Ihre Pflegerin und deren Freund unterwegs? Ja. Das heißt, wir könnten uns mal alleine unterhalten. Sind Sie auch alleine? Ja. Warten Sie, ich komme an die Tür. Ich habe eine ganz einfache Frage an Sie, Herr Frankenthal. Warum verschanzen Sie sich hier und weigern sich, sich mit Ihrer Tochter zu treffen? Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Weil jemand versucht, mich umzubringen. Wie bitte? Ja. Alles fing damit an, dass jemand Wasser auf die Treppe draußen gegossen hat, das über Nacht gefroren ist. Deswegen bin ich auch gestürzt und das hätte mich beinahe umgebracht. Ja, und dann? Dann hat jemand die Bremse an meinem Auto manipuliert. Ich hatte fast einen Autounfall. Und vor ein paar Tagen, da krachte ein Blumentopf neben mir zu Boden. Der war so präpariert, dass ich den Sturz durch einen Faden ausgelöst habe. Und dann der vorläufige Höhepunkt. Jemand hat in der Waschküche Feuer gelegt. Ja, was sagt die Polizei dazu? Das lässt sich alles schwer nachweisen. Und als sie am Kellerfenster eine Zigarettenkippe von mir gefunden haben, da dachten sie, ich sei selber schuld an dem Brand. Ja, und haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen schaden will? Ich habe vor Jahren einen schweren Fehler gemacht. Und dieser Fehler, diese Schuld holt mich jetzt ein wie ein böser Fluch. Hat Ihre Tochter etwas mit diesem Fehler zu tun? Ja, ich fürchte ja. Wer profitiert denn davon, wenn ich tot bin? Meine Tochter, die erbt alles. Ja, aber Ihre Tochter ist doch erst gestern aus den USA zurückgekommen. Aber vielleicht hat sie jemanden beauftragt. Zum Beispiel die Wenders nebenan, die sind schon lange scharf auf mein Grundstück. Aber ich werde mich zu wehren wissen. Ich habe einen Jagdschein und bin bewaffnet. Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, dass vielleicht Ihre beiden Mitbewohner hinter den Anschlägen auf Ihr Leben stecken könnten? Ach, die beiden sind doch harmlos. Na, so harmlos auch nicht. Die sind beide vorbestraft. Und die benutzen ihr Auto und ihre Kreditkarte. Aber ich brauche sie als Wachhunde. Übrigens, ich glaube, die kommen jetzt gerade zurück. Sie sollten jetzt besser gehen. Na schön, aber das nächste Mal bringe ich Lisa mit und dann müssen Sie das klären. Was war das für ein Fehler? Fragen Sie meine Tochter. Die weiß Bescheid. Die hat sich mit meinem Feind verbündet. Sonst hätte sie mich ja nicht 3 Jahre allein gelassen. Was für ein Feind? Wer will sie umbringen? Gehen Sie jetzt. Und zwar durch den Hinterausgang. Da sieht sie niemand. Na schön. Wiedersehen. Also ich bin ja keine Kriminologin. Aber die Sachen hier legen dem Verdacht nahe, dass der Herr Frankenthal gar nicht mal so Unrecht hatte. Hier sind Benzinkanister und Blumentöpfe. Das sind natürlich keine Sachen, die besonders sind in einem Gartenhaus. Aber sie bestätigen das, was der Herr Frankenthal mir gerade erzählt hat. Wer auch immer die Anschläge auf ihn verübt hat, könnte sich hier bedient haben. Hey, was haben Sie hier zu suchen?
Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Herrn Frankenthal. Schade, dass Sie das verpasst haben. Sagen Sie mal, steht dieses Gartenhaus hier eigentlich immer offen? Was geht Sie das denn an? Haben Sie ja schon mal jemanden dran gesehen? Nein. Meine Güte, Ihre Redseligkeit haut mich wirklich um. Versuchen wir es doch mal anders. Wo genau war denn dieser Brand? Am Kellerfenster bei der Waschküche. Da hat wohl jemand Benzin in den Lichtschacht gegossen. Und wenn ich nicht zufällig die Wäsche geholt hätte, dann wäre da noch ein Schutthaufen übrig. Was für ein glücklicher Zufall. Und seitdem vertraut Ihnen der Hausherr bedingungslos. Ist doch schön für Sie, oder? Ah, so, ne? Zigarettenkippe. Rauchen Sie? Ja, aber nicht sowas. Stehe, selbst gedreht ist Ihnen zu billig. Wiedersehen. Jörg Wendler, der Nachbar von Lisas Vater, besucht die 23-Jährige. Offenbar, um sie vor ihrem neuen Bekannten zu warnen. Ich habe doch gesehen, wie sie vor der Tür abgewiesen wurden von diesen Verbrechern. Und der Reda hat mir dann gesagt, dass sie hier bei ihrer Freundin wohnen. Na, Herr Reda ist super. Der hat mir gleich geholfen. Trotzdem, Sie sollten sehr vorsichtig sein. Dieser Herr Reda ist irgendwie seltsam. Beobachtet alles, spricht mit niemandem aus der Nachbarschaft. Na, mit mir schon. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann kommen Sie lieber zu uns. Herr Wendler, danke fürs Angebot, ja, aber ich komme schon klar. Sind Sie nur wegen Herrn Reda hier? Ja, ich wollte Sie noch was fragen, falls Ihr Vater aus welchen Gründen auch immer ausziehen sollte. Was passiert denn eigentlich mit dem Haus? Weiß ich nicht. Warum? Sie wissen doch, wir haben Ihrem Vater vor einigen Jahren ein großzügiges Kaufangebot gemacht. Aber der ist ja so störrisch, der redet noch nicht mal mehr mit uns. Was will er denn noch? Alleine in diesem Haus. Herr Wendler, ich glaube, Sie haben recht. Ich sollte vorsichtig sein. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Naja, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Für keine Liebe. Nach allem, was Benita Brückner heute gesehen und gehört hat, will sie unbedingt den Kommissar dazu bringen, Ermittlungen einzuleiten. Herr Frankenthal glaubt, dass seine Tochter etwas mit den Anschlägen auf sein Leben zu tun hat. Und deswegen lässt er sie an der Tür zurückweisen. Also mal ganz ehrlich, nur weil ein Blumentopf runterfällt, ist es noch lang kein Mordanschlag. Kaffee? Nein, danke. Und die Sache mit dem Brand, das wurde geklärt. Die Zigarette, die vor dem Kellerfenster gefunden wurde, die ist von Frankenthal. Also bitte. Die kann doch jeder da absichtlich platziert haben. Ich denke ja, dass Thomas Frankenthal ein einsamer und paranoider Millionär ist. Das hat er sich alles nur ausgedacht. Das glaube ich nicht. In dem Gartenhaus auf dem Grundstück von Herrn Frankenthal waren all die Gegenstände, die man für die Anschläge gebraucht hätte. Gießkanne, Handschuhe, Draht, Benzin als Brandbeschleuniger. Und was schließen Sie daraus? Ja, vielleicht hat es ja wirklich jemand auf sein Leben abgesehen. Diese seltsame Pflegerin und ihr Freund. Das dachte ich anfangs auch. Andererseits, wenn Herrn Frankenthal was zustößt, ist das ja nur zu deren Nachteil. Andererseits, nur wenn Thomas Frankenthal in Angst und Schrecken lebt, braucht er die beiden auch nach seiner Genesung. Und nur dann können sie auf seine Kosten weiterhin dort leben. Richtig. Wir müssen also unbedingt rauskriegen, was Herr Frankenthal mit diesem größten Fehler seines Lebens gemeint hat, der ihn nun einholt. Darüber wird er wahrscheinlich aber nicht sprechen, wenn er sich nicht sogar schuldig, strafrechtlich schuldig gemacht hat. Und dass er da mit der Anwältin, die er nicht kennt, kein Wort redet, das ist ja klar. Ja, deswegen habe ich auch schon versucht, mit seiner Tochter zu sprechen. Aber die können sich ja auch keinen Reim aus der Sache machen. Also ich werde jetzt noch mal in der Vergangenheit von Herrn Frankenthal forschen. Okay, und Ihnen zuliebe schaue ich mir die Sache mit dem Brand noch mal an. Perfekt, danke. Gerne. Besser, die sehen dich hier gar nicht. Ich habe gerade gesehen, wie die da in unserem Haus rumbasteln. Ey, ich könnte kotzen. Beruhige dich. Weißt du, diese Assis leben wie die Mahnen im Speck. Ich lass mir das nicht mehr gefallen. Genau deshalb steigen wir heute Nacht da ein, damit du mit deinem Vater reinen Tisch machen kannst. Aber bis dahin musst du die Füße stillhalten. Ist das der Schlüssel? Sesam, öffne dich. Ich habe jetzt mal ein bisschen in der Vergangenheit von Thomas Frankenthal recherchiert. Ich will wissen, was er meinte, als er von dem Fehler sprach, der ihn nun einholt. Polizeilich ist Thomas Frankenthal bislang nicht in Erscheinung getreten und aufgefallen. Jetzt will ich zusammen mit meiner Mandantin rausfinden, was ihr Vater mit diesem zurückliegenden Ereignis gemeint hat. Solange das nicht aufgeklärt ist, wird meine Mandantin nicht an ihren Vater rankommen.
Frau Brückner. Hallo, Frau Warnig. Sie wollen bestimmt zu Lisa, oder? Die ist gar nicht da. Ach, wissen Sie, wo sie ist? Ja, die ist mit ihrem neuen Freund unterwegs. Ach, ist das dieser Nachbar von Ihrem Vater aus dem Haus gegenüber? Genau der. Wissen Sie, wie der heißt? Ja, der heißt Hans Rieder. Ein ganz netter Kerl eigentlich. Und Lisa kann jetzt gerade jede Hilfe brauchen. Wobei hilft ihr denn konkret, wenn ich fragen darf? Also, so konkret weiß ich das auch nicht. Er hat anscheinend irgendeinen Plan, wie Lisa zu ihrem Vater kommt und endlich mal mit ihm reden kann. Wollte sie noch mal bei ihm klingeln? Nein. Also, er hat sie gefragt, ob sie irgendein Risiko eingehen kann. Ein Risiko? Ja. Das klingt aber gar nicht gut. Haben Sie irgendeine Ahnung, was die beiden vorhaben? Leider nein. Ich habe auch nur so nebenher gelauscht. Entschuldigung. Gerne Frau Frankenthal, hier Brückner. Bitte rufen Sie mich sofort zurück. Und gehen Sie keinesfalls in das Haus Ihres Vaters. Er ist bewaffnet und bereit, sich zu verteidigen. Wenn er nicht sofort erkennt, wer Sie sind, dann kann es gefährlich für Sie werden. Mann, dieser Hans Rieder, der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Ich gehe sofort und suche Lisa. Tschüss, Frau Warnig. Tschüss. Proleten sind wahrscheinlich in der Küche. Woher weißt du das? Ich habe das Haus beobachtet. Ich meine, ich sehe doch, wo Licht ist. Du musst einfach nur leise durchs Treppenhaus. Dein Vater ist bestimmt wieder im Arbeitszimmer. Moment mal, ich? Kommst du nicht mit rein? Nein, hallo, ich bleib hier draußen. Einer muss ja aufpassen, dass niemand uns erwischt. Du kennst dich doch innen eh aus. Was, wenn die mich erwischen, bevor ich im Arbeitszimmer bin? Ich meine, der Typ bricht mir sämtliche Knochen. Sei einfach ganz leise. Die erwischen dich nicht. Du, ich glaube, das ist doch zu gefährlich. Komm schon, jetzt oder nie. Okay, aber pass auf meine Tasche auf. Nicht wahr sein. So, jetzt bist du fertig. Nicht schießen, Herr Frank, da ist Ihre Tochter. Mein Haar hätte ich geschossen. Ich will doch nur mit dir reden. Ich habe draußen das Auto gesehen und mir schon gedacht, dass Ihre Tochter hier ist. Ich habe Sie doch so eindringlich gewarnt, nichts auf eigene Faust zu unternehmen. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Durch den Keller. Raus, alle beide, raus aus meinem Haus! Papa, was ist denn los mit dir? Das weißt du doch ganz genau! Ihr wollt mich doch alle nur tot sehen! Ach, kommen Sie, wir gehen jetzt besser. Es bringt nichts. Und Sie wechseln morgen die Schlösser aus, ja? Das war sehr dumm und lebensgefährlich von Ihnen. Vertrauen Sie mir etwa nicht? Wie konnten Sie eine derart gefährliche Aktion durchführen und dann auch noch von mir verheimlichen? Ich wollte einfach mit ihm reden. Ich habe ihm doch gesagt, dass Ihr Vater in Todesangst lebt und leider auch Ihnen noch misstraut. Was? Denkt er denn immer noch, du hast irgendwas mit den Anschlägen zu tun? Naja, nachts in sein Haus einzubrechen war ja auch genau die richtige Methode, um Vertrauen zu schaffen. Was wollten Sie ihm überhaupt sagen? Dass ich mich um ihn kümmern kann. Dann braucht er seine beiden Gorillas nicht mehr. Solange Ihr Vater glaubt, dass sein Leben in Gefahr ist, wird er die beiden um sich herum haben wollen. Wir müssen also rausfinden, was es mit diesen Anschlägen auf sich hat. Haben Sie eine Ahnung, ob irgendjemand im Umfeld Ihres Vaters selbst gedrehte Zigaretten raucht? Nee, ich kenne niemanden. Wie sind Sie eigentlich durch die Kellertür gekommen? Die war doch mit Sicherheit verschlossen. Hans, Herr Rieder hat einen Nachschlüssel. Ich meine, den müssen Sie doch eigentlich getroffen haben. Der wollte im Garten auf mich warten. Nein, da war niemand. Da war nur Ihre Tasche. Ja, dann hat er wohl kalte Füße bekommen. Also zu diesem Hans Rieder stellen Sie auch ein paar Fragen, oder? Warum hat er einen Nachschlüssel zum Haus Ihres Vaters? Und warum ist er so scharf drauf, Ihnen zu helfen? Ach, wahrscheinlich wollte er sie einfach nur beeindrucken. Was ist, wenn Hans Rieder wusste, dass ihr Vater eine Waffe im Haus hat, um sich gegen potenzielle Eindringlinge wehren zu können? Dann hätte er sie bewusst in Lebensgefahr gebracht. Der Nachbar Hans Rieder hat sich offensichtlich sehr schnell mit meiner Mandantin angefreundet und sie zu einer ziemlich gefährlichen Aktion angestachelt. Und dann hat sich der feine Herr Nachbar einfach aus dem Staub gemacht.
Ich frage mich, war das Dummheit oder Kalkül? Ich bin jetzt neugierig geworden. Wer ist dieser Hans Rieder eigentlich? Mal sehen, ob die Polizei schon irgendwas über ihn weiß und ob er da schon mal aufgefallen ist. Die selbstgedrehte Zigarette, die Sie gefunden haben, hat uns leider nicht weitergebracht. Aber mit dem Benzinkanister, da hatten Sie den richtigen Riecher. Ich bin sehr gespannt. Der Treibstoff wurde als Brandbeschleuniger im Lichtschacht der Waschküche verwendet. Am Kanister haben wir allerdings keine brauchbaren Abdrücke gefunden. Ja gut, in dem Gartenhaus waren ja auch Handschuhe. Die wird der Täter vermutlich verwendet haben. Korrekt. Dort konnten wir auch Benzinanhaftungen nachweisen. Also mich interessiert momentan ehrlich gesagt mehr dieser Nachbar von gegenüber. Dieser Hans Rieder. Den haben wir bei uns mal durchs System durchlaufen lassen. Ein total unbeschriebenes Blatt. Der existiert faktisch gar nicht. Wie, der existiert nicht? Wie meinen Sie das? Der hat Ihre Mandantin einen falschen Namen genannt. Es gibt keinen Hans Rieder. Ja, dann sollten Sie aber schleunigst rauskriegen, wer dieser Mensch in Wirklichkeit ist. Ich habe nämlich den Verdacht, dass er hinter der Brandstiftung und den Anschlägen auf Herrn Frankenthal stecken könnte. Wie kommen Sie darauf? Na ja, Herr Frankenthal erwähnt doch die ganze Zeit, dass er sich verfolgt fühlt. Und in dem Zusammenhang spricht er doch immer von diesem größten Fehler, der ihn nun einholt. Dann hat er da wohl jemanden geschadet. Der sich nun an ihm rächt. Ja, ich komme ja gleich. Lisa, komm doch rein. Nee, danke, ich bleib lieber draußen. Ich wollte nur wissen, warum du gestern abgehauen bist. Tut mir leid, ich hab gesehen, dass diese Anwältin kommt und ich wollte nicht, dass sie mich sieht. Dann wären wir beide aufgeflogen. Ich wäre da drin fast erschossen worden von meinem Vater. Hast du gewusst, dass der eine Waffe hat? Nein, ich wollte dir doch nur helfen. Ich hätte dich doch da nie reingeschickt, wenn ich gewusst hätte, dass sie eine Waffe hat. Ich hätte mich nie drauf einlassen sollen. Lisa, bitte. Kann ich meinen Fehler wieder irgendwie gut machen? Komm, ich lade dich zum Essen ein. Okay. Guten Tag, Rechtsanwältin Brückner hier. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Sie haben doch damals die Firma von Thomas Frankenthal aufgekauft. Gab es damals irgendwie Streit oder hat sich da jemand über den Tisch gezogen gefühlt? Nicht. Und sagt Ihnen der Name Hans Rieder etwas? Danke. Wiederhören. Vielleicht war es ja auch jemand aus der Familie, der Opfer eines Fehlers wurde. Zum Beispiel enterbt wurde. Ja, Lisa Frankenthal und ihr Vater sind aber die einzigen lebenden Verwandten. Bei Rachemotiven geht es in der Regel immer um persönliche Beziehungen. Vielleicht weiß Ihre Mandantin ja nicht alles über Ihre Familie. Möglich ist alles. Lassen Sie uns mal zu dem Hans Rieder fahren und ihn befragen. Ja, aber vorher würde ich ganz gerne noch eins ausprobieren. Geben Sie doch bitte mal den Namen Hans Frankenthal in die Polizeidatenbank ein. Ein Versuch ist es ja wert. Ich weiß es ja nicht. Kein Wunder, dass du sehen konntest, wo die den Schlüssel versteckt haben. Ja, mit dem Ding kann ich da drüben die Ameisen beobachten. Cheers. Tut mir leid wegen gestern. Ist echt alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber immerhin konntest du jetzt mal ein paar Worte mit deinem Vater wechseln. Weißt du, mir tut's auch leid. Ich weiß im Moment einfach nicht mehr, wem ich noch glauben kann. Frankenthal Hans, wohnhaft Schenkstraße 30. Das ist die Straße, in der Thomas Frankenthal wohnt. Nur eine andere Hausnummer. Das muss das Haus gegenüber sein. Frau Brückner dachte schon, du könntest gewusst haben, dass mein Vater eine Waffe hat. Da hat sie vielleicht recht. Was? Wieso solltest du mich ins offene Messer laufen lassen? Geld. Ich wollte mir das holen, was mir zusteht. Und da kann ich keine Konkurrenz gebrauchen. Das ist unser Mann. Er wurde auch schon mehrfach wegen Körperverletzung auffällig. Und er wurde von seinem Stiefvater angezeigt. Und der heißt Rieder. Bingo. Stiefvater Rieder. Hans Frankenthal könnte doch vom Alter her perfekt der Sohn von Thomas Frankenthal sein. Und wenn das stimmt, dann sieht doch alles danach aus, dass Thomas Frankenthal seinen Sohn abgeschoben hat. Dann hat er sich unter falschem Namen im Haus gegenüber eingemietet, um seinen Vater Thomas Frankenthal zu beobachten und sobald es die Möglichkeit gibt, ihn fertig zu machen. Ich fahre direkt zu Hans Frankenthal. Und ich suche Lisa Frankenthal. Wusstest du, dass wir den gleichen Vater haben? Dann sind wir... Halbgeschwister. Richtig. Doch während du im Luxus aufgewachsen bist, hat er mich abgeschoben. Er wollte mich nicht mitnehmen in seine neue, heile Familie. Stattdessen
hat er mich bei meiner alkoholkranken Mutter aufwachsen lassen. Kannst du dir das vorstellen? Das war die Hölle für mich! Warst du das? Die Attacken auf meinen Vater? Ich war so kurz davor, meinen verhassten Erzeuger, der sich einen Dreck um mich geschert hat, ins Jenseits zu befördern. Dann hätte ich wenigstens meinen Pflichtteil gehabt und hätte ein neues Leben beginnen können. Aber dann, diese verdammten Pfleger haben den Brand gelöscht. Alles andere hat leider auch nicht funktioniert. Was ist in dem verdammten Bein drin? Halt, 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 halt. Frau Brückner, die Anwältin, die kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Denn ich habe nicht vor, mein Erbe mit meiner Halbschwester zu teilen. Du wärst lieber mal in den USA geblieben. Das wäre besser für dich gewesen. Hallo Frau Barne, Brückner. Wissen Sie, wo Frau Frankenthal steckt? Ich kann sie nicht erreichen. Ja, sie wollte noch mal weg. Wissen Sie, wohin? Da war wohl irgendeine Art Aussprache fällig mit diesem Hans. Falls sie sich bei Ihnen meldet. Sie darf sich auf keinen Fall mit diesem Hans Rieder treffen. Der Mann ist möglicherweise gefährlich. Und sie soll sich sofort bei mir melden. Ja klar, sag ich ihr. Danke. Herr Rieder, Polizei, aufmachen! Herr Rieder, wir wissen, dass Sie da sind. Alles sauber. Mist, hier ist er nicht. Hans Rieder alias Hans Frankenthal hatte definitiv Besuch. Frau Brückner, Aurich hier. Hier ist er nicht. Aber Ihre Mandantin war offensichtlich hier. Wir müssen sie finden. Vielleicht stattet er seinem Vater einen letzten Besuch ab. Ich bin gleich bei Frankenthals Haus. Ich melde mich. Okay, bis gleich. Bleib mal hier und versiegel schon mal die Tür. Ich gehe mit dem Kollegen kurz rüber zum Haus Frankenthal. Okay. Das ist mehr Geld als vereinbart. Damit wäre alles beglichen. Wie meinen Sie das jetzt? Die Anstellung ist beendet. Aber Sie können so jetzt nicht einfach so rausschmeißen. Doch, kann ich. Ich habe mir mal die letzten Kontoauszüge angeschaut. Sie und Herr Bronski haben sich eine ganze Weile gut bereichert. Aber wer soll denn jetzt auf Sie aufpassen? Mein Bein ist wieder in Ordnung. Während Sie da in der Küche saßen, konnte jemand seelenruhig durchs Haus spazieren. Die letzte Nacht hat also gezeigt, dass ich mich alleine verteidigen muss. Na, aber ich bin mal gespannt, wie lange Sie das aushalten, weil da ist gerade irgend so ein Typ im Garten. Hier ist gerade jemand durch den Türschlitz geschmissen. Ich will, was mir zusteht, sonst wirst du Lisa nie wiedersehen. Aus dem Weg! Ist doch absurd, Herr Rieder, oder soll ich sagen, Herr Frankenthal? Genauso heiße ich. Aber als Kind kamen Sie zu Ihrer Mutter. Meine Mutter hat mir nie gesagt, wer mein richtiger Vater ist. Bis ich dann irgendwann die Abstammungsurkunde gefunden habe. Vater! Und dann wollten Sie ihn umbringen. Da hätte ich wenigstens etwas von dem bekommen, was mir eh schon zugestanden ist. Er hat gerade diesen Brief abgegeben. Er will Geld für Lisa. Wo ist Lisa Frankenthal? Ich hab keine Ahnung. Vorhin war sie noch kurz da und dann ist sie wieder gefahren. Sie haben mir gerade diesen Erpresserbrief abgegeben. Also erzählen Sie nicht von Unsinn. Wo ist sie? Haben Sie es gehört? Da war doch ein Geräusch. Rufen Sie den Notarzt, schnell. Sie sind in Sicherheit. Warten Sie, ich mach sie los. Jetzt? Weißt du eigentlich, wie ich aufgewachsen bin? Weißt du das? In einem Loch! Noch nicht mal neue Fußballschuhe habe ich bekommen. Und du wohnst in deinem Palast! Warum hast du mich nicht einfach gefragt? Hans Frankenthal handelte aus purem Hass auf seinen Vater. Er hat nie verwunden, dass er nicht zur Familie gehören durfte. Und jetzt wollte er sich das holen, was ihm seiner Auffassung nach zustand.
Insofern waren die Ängste von Thomas Frankenthal völlig berechtigt, genauso wie sein Misstrauen. Bleibt zu hoffen, dass er und seine Tochter nun ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis aufbauen können. Ich meine, das hätte Herr Frankenthal ja nun auch wirklich verdient. Er hat ja genug gelitten für seinen Fehler. Und insbesondere auch seine Tochter. Ich wünsche den beiden, dass sie gedanklich wie auch tatsächlich ein freies und offenes Leben führen können.